Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kingdom of Fire the Crusaders. Beim letzten Mal sind wir von den Menschen aus Heroniden durch Pastor Screen vertrieben worden. Beziehungsweise es waren ja gar nicht mal so die Menschen, es waren ja eher mehr Zwerge und Elfen, die uns vertrieben haben, weil die Menschen sind ja dabei, wieder Stellung zu beziehen in Heroniden. Wie dem auch sei. Nun, da wir uns hier zurückziehen mussten durch Pastor Screen, begeben wir uns jetzt direkt in den Elfen. Stützpunkt in den momentanen neuen provisorischen vorübergehenden Elfenstützpunkt nach S, was ja immer noch in der Hand der Dunkelelfen ist. Aber ihr wisst ja von Jareds Kampagne und sowas, dass das ja nicht so die ganze Zeit über der Fall sein wird. Okay, machen wir uns mal auf den Weg zur Burg. Das ist nicht fair. Wir sind den ganzen weiten Weg nach Heroniden gekommen und wofür? Nur um uns eine Trachtprügel abzuholen. Oh, armes Mädchen. Hey, wirklich, diese Zicke. Lucretia, Rumen ruft euch in die Hauptburg. Okay, wir gehen in die Hauptburg. Wir sollen uns zum Altar der Zerstörung begeben. So lauten Fürst Woldemars Befehle. Wait, what? Altar der Zerstörung? Nicht nach Arein? Zum Altar der Zerstörung. Ich kenne die Gründe nicht, doch wir haben Befehl, den Altar zu schützen. Auch die Heroniden-Armee zieht zum Altar. Aha, interessant. Also wir sind zum Altar der Zerstörung, obwohl die Heroniden-Armee sich auch dorthin begibt. Und wir müssten eigentlich mal unsere Truppen wieder aufstocken, ne? Dieser Ort ist nur den Schimpansen heilig. Für uns ist er doch gar nicht wichtig. Also warum... Ich sagte doch gerade, ich kenne die Gründe nicht, doch ich bin sicher, es gibt welche. Auch die Armee von Renier und von Velon sind schon dort. Schaut, ich weiß, es ist hart, aber in 2 Tagen brechen wir auf. Bereitet sie darauf vor. In Ordnung, Kommandantin. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch leicht zu verstehen. Ich habe keinen Konflikt mehr zwischen Renier und den Menschen. Wisst ihr etwas, was ich wissen sollte, Maureen? Ganz und gar nicht. Ich werde die Truppenausrüstung beaufsichtigen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir in 2 Tagen aufbrechen wollen. Was machst du denn hier ganz allein? Allein sein, zum Beispiel. Weißt du, mir geht eine Menge durch den Kopf. Du überraschst mich. Was denn beispielsweise? Na, eine Menge Dinge eben. Also davon will ich nun wirklich nichts hören. Nein, nicht das, was du denkst. Diese Meldedurchkeiten immer. Cirith will sich den Kaedus anschließen. Was ist mit dir? Was? Ich habe viele Jahre lang für die Kaedus gearbeitet. Das Regime von Woldemar ist fast am Ende. Die Ära der Hochelfen steht kurz. Wow, Revolution, vor. Rebellen etc. Hast du den Verstand verloren, du Idiot? Hast du so eine Todessehnsucht? Wunderst du dich denn gar nicht, weshalb sich all diese Armeen am Altar sammeln? Das allerdings. Und du weißt, weshalb? Wir brechen morgen auf, wenn ich euch beide daran erinnern dürfte. Aufseherin? Oh, ich störe anscheinend in einem wichtigen Moment. Ich bin untröstlich. Ah, herrlich, diese Zeckereien hier. Oh je. Wir brechen jetzt auf. Maureen? Rithrin und Cirith sind weg. Was ist da wohl geschehen? Oh, das heißt Deserteure? Ich hatte mich auch übrigens geirrt. Das hier ist das Finale von Lucretias Kampagne. Danach kommt keine Mission mehr. Das heißt, das nächste Video, was ich dann hochladen werde, wird Kendalls Kampagne sein. Ich habe ihnen einige Soldaten hinterhergeschickt. Wenn Rumen davon hört, wird es ungemütlich. Machen wir uns jetzt erst einmal auf den Weg. Seit Cirith weg ist, ist die Position... Ja, das wissen wir. So, wir müssen jetzt in der Kaserne einiges umleveln. Wir werden jetzt ein paar Sachen vorbereiten, weil das ist das Finale und wir sollten uns dementsprechend vorbereiten. Das Erste, was wir machen werden, wir gehen jetzt mal zu dem Offizier, der jetzt mein Ersatzoffizier werden wird, in Lucretius rein, das ist Zavoro. Aber wir sorgen erstmal dafür, dass die Truppen von Zavoro, es wird vielleicht bei euch einfach nur das zweite Dunkelelfenbogenschützenbataillon, was ihr da zusätzlich bekommen habt, sein, wenn ihr das so spielt wie ich. Da levelt ihr die zurück auf die normalen Bogenschützen. Als nächstes gehen wir zur Aufgabe des Anführers und löschen mit der schwarzen Taste die Fähigkeit Reiten. Dann, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier so eine der Magiefähigkeiten hinzuzufügen. Und weil wir es ja von Cirith gewohnt waren, nehmen wir Blitz. Wir könnten auch Eis nehmen. Die beiden empfehlen sich jetzt gegen Menschensoldaten. Ich persönlich nehme für diese Mission immer Blitz. Eismagie werde ich mehr hantieren in den kommenden 2 Kampagnen. So,
Da das getan ist, gehen wir jetzt erstmal schnell zu Lucretias Bataillon. Wenn das euch jetzt alles zu schnell und zu kompliziert ist, ihr könnt ja die Stelle im Video immer wieder wiederholen. So, als nächstes runter zu Zavoro, den setzen wir hier als Offizierin ein. Oder beziehungsweise die ist ja eine Frau, so. Obwohl der Name klingt ziemlich männlich, muss ich mal sagen. Aber genauso männlich wie Blacker, ne? Kleine Schatz am Rande. So, als neuen Offizier eingesetzt. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wir gehen zu unserem Skorpion. Und wenn ihr euch nochmal die Aufgaben anguckt, wir brauchen noch 5 auf Zähmen, dann können wir einen Sumpfmammut entwickeln. Das Sumpfmammut wollen wir nämlich in diese Mission mitnehmen. Wir haben nämlich einen Ersatztrupp frei, das heißt, einen dieser Truppen, den wir herbeirufen können, entweder eine Lufteinheit oder das Sumpfmammut. Ich empfehle hier, das Sumpfmammut macht mehr Sinn als eine Lufteinheit, weil die Bogenschützen haben die Lufteinheit schneller runtergeholt, als euch lieb ist. So, haben wir uns ein Sumpfmammut. So, dann als nächstes gehen wir jetzt zu unserem anderen HTL hier. Das waren ja meine Lindwurm-Einheiten. Und ich habe noch einen Trupp frei, den ich mitnehmen kann. Und der ist am besten gelevelt hier, unsere Lindwürmer. Aber wir können ja nur einen Ersatztrupp mitnehmen. Deswegen werden wir jetzt die Aufgabe von HTL auch ändern. Dafür schauen wir uns mal kurz die Werte an, die ein Ork-Axtreiter-Bataillon verwenden müsste. Das ist eine stärkere Form der Ork-Reiter. Und es macht schon Sinn, 2 Kavallerieeinheiten dabei zu haben, weil das ist jetzt eine sehr große und schwierige Mission. Ich hasse die auch, die da kommt, ja. Aber die macht den Schwierigkeitsgrad von Kingdom Under Fire generell alle Ehre. So, also Frontal 5 müsste hinzukommen. Den Rest könnten wir in den Aufgaben so lassen, weil wir haben ja nur Nahkampf und Reiten drin. Also gut, gehen wir zu Frontal und leveln das auf 5 hoch. Dann gehen wir wieder auf die Lindwürmer und wechseln ihre Jobklasse zu Ork-Axtreiter. Als nächstes verpulvern wir erstmal so viel FP, wie wir haben, in Lucretias Nahkampf. Gut, da das getan ist, abspeichern zwischenspeichern. Bäh! So viele S laut. Dann als nächstes leveln wir unsere Dunkel-Elfenbogenschützen pro Slot 1 auf. Dann gehen wir nochmal zu unseren Ork-Axtreitern, leveln da auf. Jetzt schauen wir, ob wir noch unserem Sumpfmammut etwas geben können. Jawohl. Komm, wir gucken jetzt, ob wir nicht die ganzen FP hier, die ganzen EP verpfeffern können. Weil es gibt ja kein Zurück mehr, ne? Also ihr wisst ja, das ist die letzte Mission. Jawohl, bei Marines Fernkampf ging noch eins drauf. Wir sammeln nur noch 3 EP. Das ist egal, was jetzt ausgeht. Gut, als nächstes, bevor wir diese Mission starten wollen, schauen wir uns die Ausrüstung an. Bei Lucretia könnten wir jetzt den Blitzangriff-Effekt hinzugeben, aber ich lasse es mal ihren Flugangriff. So, leider Level 28, wir sind nur Level 27, also bringt uns das nichts, aber K.O.-Erholung für die Zweitwaffe haben wir auch so, obwohl das ist eine höhere Stufe. Dann gehen wir mal auf Stufe 22 Rapier von C. Das andere können wir dann jetzt eigentlich verkaufen. Das machen wir jetzt auch. Alles, was wir jetzt im Gepäck haben, nicht mehr brauchen, das verkaufen wir dann. Damit wir noch ein bisschen Kohle haben. Ja, zum Beispiel hier dieses Zisch von Fülle. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob ich das verkaufen sollte. Vielleicht habe ich auch so genug Gold. Wir gehen jetzt erstmal hier gucken. Hier, FP-Gewinn bei diesem Hackmesser. Das empfiehlt sich natürlich. Dann gehen wir mal hier rüber. Und schaut euch an, wie viele verschiedene Sachen wir haben. Wir nehmen den Säbel von Entschlossenheit. Und die anderen Sachen verkaufen wir wieder. Brauchen wir nämlich nicht. So, das Grundding können wir... Oh, jetzt habe ich versehentlich Level 1 ausgerüstet, das war dumm. Das Grundding können wir natürlich nicht können wir nicht verkaufen. Das macht Sinn, falls man eine Jobklasse wechselt, auch wenn es nicht mit dem Standard-Trupp geht. Gut, als nächstes schauen wir uns noch hier die Ausrüstung unserer berittenen Bogenschützen an, ob wir da was ändern wollen. Haben wir nur EP-Gewinn? Können wir lassen. Haben wir einen Bogen, den wir verkaufen können? Nein, geht alles nicht. Dann aber hier, falls ihr in den Nahkampf geraten, Zisch von Fülle und Mond. Ja. Macht Sinn, den anzulegen. Und Panzer. Den lassen wir. Gut. Dann schauen wir uns noch an, ob wir bei den Ork-Axtreitern was vielleicht verbessern sollten. Es würde nämlich Sinn machen. Hier zum Beispiel TP-Generation. Plus 10% bei der Sense von Entschlossenheit. Pferdegeschirr, da nehmen wir... Na gut, EP brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil die bringen uns nichts. Also nehmen wir ganz normal
Stufe 19. Und was haben wir noch Feines? Bei der schweren Rüstung haben wir jetzt nicht mehr viel Knete. Dann lassen wir das erstmal. Jetzt schauen wir uns noch an, ob wir beim Sumpfmammut vielleicht hinaus. Obwohl, nee, das Vieh läuft ja so rum. Gut! Alle Ausrüstungen, alles getroffen, abgeschlossen. Jetzt gehen wir zum Haupttor. Wie gesagt, wenn das euch zu schnell ging, kann man ja immer wieder die Stellen nachgucken oder das Video anhalten. Auf zu Schmetterdal, Dunkelelfenstützpunkt aus einer Zwischenstation. Schmetterdal dürften wir ja noch kennen. Lucrezia, Morin, ins Zelt, ich habe schwerwiegende Neuigkeiten. Lucrezia, Ritrin und Sirit haben Truppen des Kaedes zu einem Treffen mit dem Papst geführt. Habt ihr gewusst, dass sie zu den Kaedes was, gehören? Was? Die beiden waren schon die ganze Zeit über Spione. Das heißt, Sirit hat sich aber geschickt dumm gestellt, oder? Gut, ich hab's eigentlich gewusst, aber... Wow, what the fuck? Okay, mehr Infos zu Sirit werden wir sowieso dann in Heroes erleben. Nein, ich... Wisst ihr, dass dafür alle Soldaten der jeweiligen Truppe geköpft werden können? Tja, es werden Köpfe rollen. Krieg und Verrat. Ich erspare euch die Exekution, wenn ihr Ritrin, Sirit und die Kaedes-Truppen zurückbringt. Tot oder aha, das heißt, sie sind jetzt eigentlich vogelfrei erklärt worden. Und ihr, Morin, behaltet sie im Auge. In Anbetracht der Situation können wir Lucrezia nicht voll vertrauen. Oh, Nehmt eure Truppen recht auf, sofort. Jetzt geht's aber rund hier. Fürs Finale. Okay, wir gehen zur Heiligen Stätte. Ihr seht eine Infanterie, drei frei. Haben den Verstand verloren, diese Narren. Gehen wir, ich erkläre es unterwegs. Ihr wisst doch etwas. Es ergibt doch keinen Sinn, dass Sirit so verliebt ist, dass sie ihm einfach folgt, um sich den Kaedes anzuschließen. Regt euch ab. Aber jetzt versteht ihr, warum ich gesagt habe, wir werden Sirit nicht so weit hochleveln. Was haben sie sich dabei gedacht, diese Idioten? Deswegen haben wir auch Ritrin nicht so viel gelevelt. Weil, das macht keinen Sinn. Die könnten wir, wo wir sie jetzt bräuchten, sind nicht mehr verwenden. Auf der heiligen Stätte werden sich überall Truppen des Papstes aufhalten. Darauf solltet ihr gefasst sein. Das heißt Paladine und Sturmreiter. Da geht etwas vor, Maureen. Sagt es mir. Ich sage es euch, sobald wir Zeit haben. Und nun beeilt euch und macht euch bereit. So, wir fügen die Truppen hinzu. Also Hathiel, berittene Bogenschütze. Das Lustige ist, jetzt habe ich zweimal... durch die Zufallsnamensgeneration zwei berittene Einheiten mit einem Anführer namens Hathiel. Mit einem Anführer namens Hathiel. Und unser Sumpfmammut. Auf geht's zum Finale! Eine Hetzjagd also, ja? Vor dem Altar der Zerstörung gegen die Truppen des Papstes und die Kaedes. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Armeen vor.